was sind wir als Sprecher hier in der, auf der Veranstaltung nicht im Vorfeld beschimpft worden? Mit wem stellt ihr euch dort auf die Bühne? Hast du nicht gehört, was dieser und jener dort und dort gesagt hat? Ist das auch deine Meinung etwa? Ich sage euch ganz klar, für mich, ich lasse mir keine Kontaktschuld einreden zu niemandem. Wenn man über die Basis spricht, spricht man über die Querdenker und die Rechten und was man uns sonst noch alles als Schwurbelpartei andichten möchte. Ich kann euch klar sagen, die Basis ist weder links noch rechts. Heute geht es nicht mehr darum, ob jemand links oder rechts ist. Heute geht es nur noch darum, ist jemand für die Freiheit oder für die Unfreiheit. Unsere Freiheitsrechte, Marianne Grimmenstein hat es vorhin gesagt, die stehen hier drin. Artikel 1 bis 20 dürfen genau dann nicht eingeschränkt werden, wenn es eine Krise gibt. Das, was man mit uns gemacht hat über das Infektionsschutzgesetz, ist absolut verfassungswidrig. Dass man über ein Infektionsschutzgesetz unsere Artikel der persönlichen Unversehrtheit einschränkt, dass man sogar die Artikel einschränkt, die Unversehrtheit der Wohnung, das geht alles nicht. Und jetzt geht es weiter, dass man Artikel 14 einschränkt, dass man an unser Eigentum ran will. Wir werden gerade enteignet, indem wir Heizkörper austauschen sollen, Wärmepumpen tauschen sollen und wir sollen diesen ganzen Kram bezahlen, den sich Investoren ausgedacht hat, um uns auszuplündern. Das muss ein Ende haben. Ich habe vorhin ein Plakat gesehen, da stand drauf, nicht Wärmepumpen tauschen, sondern die Regierung tauschen. Man will uns ja einreden, dass man mit diesem ominösen Heizungsgesetz CO2 einsparen will. Ich verrate euch, CO2 ist kein Giftgas. Wenn die Grünen singen, wir wollen kein CO2 mehr, dann kann ich nur empfehlen, haltet mal eine halbe Stunde die Luft an und dann reden wir weiter. Und in Holland wird extra CO2 in die Gewächshäuser eingeblasen. Wir bekommen nur dann besonders viel grüne Pflanzen um uns herum, wenn wir ausreichend CO2 haben. Wer das nicht mehr in der Schule lernt, ist verloren und steht da hinten neben dem Dom. Das Wirtschaftsministerium von Habeck wurde gefragt, wie viel CO2 denn eingespart wird mit dem Heizungsgesetz. Man druckste hin und her und kam dann auf 40 Millionen Tonnen CO2. Hui, 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 das klingt sehr viel. Liebe Freunde, 40 Millionen Tonnen CO2, das produziert China nicht mal an einem halben Tag. Das sparen wir über angeblich 10 Jahre ein. Es ist ein Witz. Und ein Zeichen dafür, dass wir nur enteignet werden sollen. Denn das Geld, was wir für Heizungsaustausch bezahlen, ist nicht weg. Es landet bei Investoren, bei Globalisten. Die Beispiele des Irrsinns, den diese Ampelmänner und Ampelmännerinnen durchziehen, lässt sich endlos weiterführen. Wir werfen Milliarden und Abermilliarden zum Fenster raus, um Kriege zu finanzieren, was eine Riesensauerei ist. Wir haben gerade nochmal beschlossen, dass wir als Basis die größte außerparlamentarische Oppositionspartei sind und dazu stehen wir. Denn Blut kann man nicht mit Blut abwaschen, Öl nicht mit Öl und Kriege gewinnt man nicht, indem man noch mehr Krieg produziert durch Waffenexporte. Wir brauchen Friedensverhandlungen, sofort! Wir haben auf unserem letzten Parteitag letzte Woche auch beschlossen, NATO raus, Krieg aus.
Ich habe Mails bekommen, wo gesagt wurde, ihr seid doch naiv, wenn ihr sowas fordert. Denkt bitte an Nord Stream 2. Unsere Regierung hat es, warum auch immer, vielleicht sogar absichtlich, vergessen, aufzuklären, wer unsere kritische Infrastruktur angegriffen hat. Viele sehen darin einen kriegerischen Akt. Sollte sich herausstellen, dass eventuell NATO-Partner an diesem Anschlag beteiligt waren, dann sind diese NATO-Partner, haben uns dann aus der NATO gedrängt. Wir müssen dann gar nicht mehr austreten. Es war Tucholsky, der sagte, würden Wahlen etwas ändern, dann wären sie verboten. Das sagen mir sehr viele, die mitteilen, sie würden nicht mehr wählen gehen. Ich möchte euch nur sagen, jeder, der keine Stimme abgibt, der muss sich gewahr sein. Keine Stimme und keine Stimme und keine Stimme und keine Stimme bleiben null Stimmen. Wer aber in sich diesen Funken spürt, genau mit seiner Stimme etwas verändern zu wollen, und bei diesem Gedanken ein kleines Stück größer wird und weiß, es war genau meine Stimme, die zu einem Ergebnis auch über diese unsägliche 5%-Hürde geführt hat. Genau dieser innere Funke, den wir alle haben sollten, der uns abtrainiert wurde in den letzten Jahrzehnten. Schaut in euch, schließt die Augen, werdet ein kleines Stückchen größer und geht wählen. Egal. Hauptsache nicht die Ampel und Hauptsache nicht diese Pseudo-Opposition CDU. Denn die beiden, diese Ampel und die CDU, bedingen sich selber und schützen sich in ihrem eigenen System. Hallo Magdeburg! Hallo liebe Verbündete! Liebe Aufsteher und Aufgestandenen! Eine Krise jagt die andere nacheinander. Wir haben es von den Vorrednern gehört. Sven hat es auch noch mal wunderbar auf den Punkt gebracht. Diese Krisen sind aber nicht gottesgegeben. Sie sind von Menschen gemacht, von geldgierigen Machtmenschen, von gewissenlosen Politikern und Bürokraten. Und ihr kennt sie alle. Ob das Andreas Scheuer mit seiner Maut war, ob das die Flinten-Uschi war, die jetzt bei Pfizer auf dem Schoß sitzt, auch die Heizung-Deals vom Habeck, die funktionieren genauso wie die Masken-Deals vom Spahn. Was moralisch kriminell ist, ist in Deutschland ganz legal. Es gibt schlicht keine Gesetze, die Politikern das in Deutschland verbieten würden. Und wisst ihr, warum? Warum Politiker noch immer haftungsbefreit sind? Weil die meisten Bürger noch immer an einen Thron glauben. An Martin Merkel und den Papa-Staat. Aber eine Regierung, die Gesetze macht und sich selbst nicht daran hält, die Mauer, die missbraucht unsere Macht, die missbraucht uns alle. Räumen wir also endlich auf mit einem völlig überholten Aberglauben. Politiker müssen haften und das Volk muss sie kontrollieren. Hallo Magdeburg, ich grüße euch. Ich komme aus Frankfurt, bin bei den Freien Linken und arbeite in der Vernetzung zwischen der alten Friedensbewegung und der neuen Demokratiebewegung. Als ob es nicht schon schlimm genug wäre, dass Deutschland sich bereits seit etlichen Monaten de facto im Krieg mit Russland befindet und das gegen den Willen der Mehrheit der Bevölkerung. So wäre es doch viel zu kurz gegriffen, bei dieser Kundgebung und allen, die sich hier zusammengefunden haben, nur von einer Allianz gegen diesen Krieg und dessen weitreichende Folgewirkungen zu sprechen. Denn so erschütternd das, was ich jetzt sage, angesichts hunderttausender Opfer, massiver Zerstörungen und nicht zuletzt des weiter steigenden Risikos einer atomaren Auseinandersetzung auch klingen mag, immer mehr Menschen spüren, dass Deutschlands Haltung in diesem Krieg, ja, dass die Haltung des gesamten sogenannten Wertewestens in diesem Abnutzungskrieg dennoch nur eine Ausformung unter etlichen ist. Ein Ausdruck unter etlichen, nämlich für die Fundamentalkrise einer systemisch bedingten und global vernetzten Machtstruktur, die seit vielen Jahren supranational, wenn auch nicht homogen und einheitlich agiert.
Danke. Weitere Ausformungen dieser Fundamentalkrise eher neueren Datums, um nur einige zu nennen, sind die zu einer pestgleichen Gefahr herausstilisierte Corona-Pandemie, unter anderem zum Zwecke einer immer weitergehenden autoritären Kontrolle der Weltbevölkerung. Dieses Wirtschaftssystem arbeitet eifrig daran, alles, selbst unsere Grundrechte, unsere Gesundheit, unseren zumindest relativen Frieden, ja, die Menschen selbst, und zwar seit den 90ern zunehmend auch die des Wertewestens, zu einer Ware zu machen, die käuflich und handelbar ist. Und dies alles letztlich aus dem systemisch bedingten Zwang heraus, die immer ungerechter werdenden Besitzverhältnisse auf diesem Planeten immer stärker zu zementieren. Stichwort Transhumanismus, Stichwort Zentralbankenkapitalismus. Die Beendigung eines Krieges, so sehr wir ihn auch herbeisehnen, bedeutet eben noch lange nicht, dass damit auch die Wirtschaftsmacht und geopolitischen Ursachen für ihn und überhaupt für kriegerische Auseinandersetzungen verstanden, verarbeitet und überwunden sind. Leider ganz im Gegenteil. Das zeigt die Geschichte, vor allem die jüngere. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir uns alle auch mit den tieferen Ursachen dieser Fundamentalkrise beschäftigen, um Lösungen zu finden, die über eine bloße Symptombekämpfung hinausgehen. Hierfür ist ein breiter gesellschaftlicher Diskurs ohne Tabuisierung bestimmter Fragestellungen und möglicher Zusammenhänge von zentraler Bedeutung. Es geht nicht nur um die Personen, das ist zwar richtig, was hier genannt wurde, Lauterbach, Habeck und all die Gestalten. Das sind systemische Zwänge, die hinter denen stehen. Das muss klar gesehen werden. In diesem Sinne begrüße ich es, dass in den hier versammelten Rednerschaften unterschiedliche politische Richtungen vertreten sind. Denn diese, bei allen weltanschaulichen Unterschieden, haben begriffen, wenn wir das Zeitalter des Krieges als sogenannte Ultima Ratio oder, wie von Clausewitz ihn nannte, als bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln endlich hinter uns lassen wollen, dann geht das nur gemeinsam. Gebt eure Stimmen nicht mehr ab, sondern erhebt sie, wo immer euch dies möglich erscheint. Deutschland raus aus der NATO! Deutschland raus aus der WHO! Rehabilitiert Edward Snowden vollständig! Und schließlich für Julian Assange. Dankeschön. Diese Ampelregierung will uns Freiheit und Demokratie verbieten und sagt uns, wir wären etwa die Gegner von Freiheit und Demokratie. Aber es ist umgekehrt. Wir sind die Rettungsanker und die Trutzburg von Freiheit und Demokratie.